Hallihallo. Wer ist schon da? Hallo Silvia. Hallo Marina. Heute tut mein Handy so nicht richtig fokussieren. Ich hoffe, er spinnt gleich nicht rum. Weil vorhin hatte ich schon Probleme gehabt. Ah, wunderbar. Mein Video für heute ist gerade endlich freigeschaltet. Also fertig geworden. Jetzt tue ich das veröffentlichen. Und jetzt schauen wir mal, ob es online gegangen ist. Zip. Hallo Karin, schön, dass du auch da bist. Und ja, ja, aber hallo Uli. Ja, vorhin, also ich habe schon mal gestartet und dann habe ich es gelöscht. Also ich habe es versucht zu löschen, aber irgendwie hat es nicht weggelöscht. Nochmal machen. Was habe ich denn da gelöscht? Mädels, ich muss mal kurz. Also das will ich ja nicht haben. Also das mach ich jetzt nicht öffentlich, privat. Und dann gucke ich mal. Oh nein. Irgendetwas hatte ich vorhin gelöscht. Okay. Super, dass jetzt gut ist. So, jetzt gucke ich nochmal hier. Okay, der eine ist jetzt weg. Hallo Zuma. Ja, und mein Tag 28 ist jetzt auch online gegangen. Das hat ja ewig gebraucht, bis das heute hier verarbeitet wurde. Hallo. Uli ist auch da. Sind ja schon ein paar Leute da. Ich habe hier ein Cappuccino. Heute habe ich hier kein Süßzeug. Also ich habe schon Süßzeug da, aber halt hier nicht vorne. Hallo Sonja. Was gibt es denn Schönes, Sonja? Ich habe schon gegessen heute. Zum ersten Mal vorm Livestream. Deswegen habe ich auch hier nichts stehen. Tut es gut, was Warmes zu trinken. Sollen wir noch ein bisschen warten? Weil lecker. Tortellini. Selbstgemachte? Ja, Silvia, wie bei mir auch heute. Stimmungsschwankungen ohne Ende, ne? So ist auch mein Handy dran. Er sagt, ich will nicht. Und ich sag, doch, du musst. Er sagt, nein, doch. Wir können auch schon anfangen, oder? Keine selbstgemachten, schade. Irgendwann mache ich Pelmeni selber und dann zeige ich euch. Das Rezept ist von meiner Oma dann. Wisst ihr, gestern Dings habe ich aus Stuttgart. Ich war im Eisenladen noch bevor ich nach Hause gefahren bin. Und ich habe mir Sachen für die Bautzes geholt. Das sind von Panda, diese Bällchen. Hallo Luna. Die will ich auch mal selber machen. Und ich möchte ja mit Mike Sushi machen.
Habe ich mir auch die Sachen geholt. Ich muss mir noch diese, ich weiß nicht, ist das Bambusrolle, wo man die dann rollt? Die muss ich mir auch noch hier bei uns besorgen. Ich habe es dort nicht gefunden. Danke, Luna. Wir wünschen uns alle auch einen wunderschönen Abend. Da kann ich euch auch mal zeigen, wie die so geworden sind, meine ersten Sushis. So, ich mache mal mein Büchlein auf, mein Fröschchen. Ist es eigentlich zu dunkel? Weil ich habe die kleinen Softboxen ein bisschen anders gemacht. Was habe ich hier gemacht? Nein. Kurz nicht aufgepasst, schon mein. Danke, Suma, dass man den Daumen nicht vergessen soll. Also ich würde sagen, dass wir vielleicht schon anfangen, oder? Weil wir machen ja auch heute die hier. Da habe ich mir, guck mal, ich habe neue Karten gemacht. Die kann man jetzt besser so hinlegen, die sind nicht... Okay, Marina, wenn es nicht zu dunkel ist, dann lasse ich das so. Da habe ich ja diese Farben letztens benutzt und das hier. Ich habe mir jetzt neue Karten gemacht. So. Dann fange ich mal mit Deep Mint an. Was macht ihr eigentlich jetzt nebenher? Tut ihr auch was malen oder tut ihr nur zugucken? Ich hole auch ein bisschen hier ran, glaube ich. Und jetzt hoffen wir, dass die Kamera fokussiert. Dankeschön. Und die mache ich auf diese kleine Buchringe, die ich euch gezeigt habe, die ich im Gürstecker geholt habe. Da kommen die drauf. Und dann sieht das so aus. Zum Beispiel hier, das ist meine vierte Palette. Ich habe ja 20 davon, ihr wisst ja, ne? Und dann würde das so aussehen. Das ist die vierte Palette. Hier habe ich dann die Nummer 4. Das ist später besser zum Einsortieren. Und hier sind dann die Namen. Alles hast du. Also ich habe noch andere Namen. Ich mache das jetzt nach und nach, weil das ist schon einiges. Und das ist jetzt... aus der siebten Palette. So, dann fange ich mal an mit Deep Mint. Und die sind schön klein. Die kann ich so überall hinschieben. Ah, guck mal, wie das Licht sich verändert, wenn meine Hand. So viel auf einmal, Silvia. Spültücher kann man... Ist das dieser Organ, der so breit ist? Dünn? Danke, Silvia. Aber hol dir was zu trinken, Marina. Also, ich fange jetzt mal hier an. Wie immer mit einer leichten Hand. Ist die Musik eigentlich laut im Hintergrund? Ich kann es ja schlecht hören, wie das... nach außen wirkt, weil ich habe so eine ganz entspannte Musik laufen und ich weiß halt nicht, ob das sehr laut ist, sonst muss ich das leiser machen.
Habt ihr noch gedacht, dass ich live gehe? Okay, kann man überhaupt was hören, Luna? Okay. Okay, weil ich darf das ja nicht so laut machen. Kann man das so hören? Oder ich rede leise, vielleicht ist es besser. Nicht, dass ich dann gesperrt werde oder Ärger bekomme. Aber das ist diese Entspannungsmusik, was manchmal so stundenlang läuft. Weil ich weiß nicht, wie man Musik schaltet hier beim Livestream, die man live ist, die man so umsonst machen. Achso, mein Gott, heute Wortfindungsstörung. Hallo Jana. Okay, das ist so, dass es nur so leise ist, ist gut. Ich glaube, ich kann heute nicht richtig reden. Nein, ich habe gedacht, auch wenn es mir nicht so nicht mein Tag heute ist, verschiebe es nicht. Vielleicht geht es mir danach viel besser. Oh ja, eine gute Besserung auf jeden Fall. Ich glaube, der Mike macht mir gleich einen Cocktail. Ich höre da schon so Eiswürfel. Ja, ich weiß halt nicht, was wir Samstag machen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache heute auch. Wir müssen ja nicht so lange machen, wie wir sonst immer machen. Wie gesagt, wenn ihr mich dann noch vermisst, dann könnt ihr ja das neue Video von heute angucken. Ist vorhin online gegangen. So. Das ist doch dieselbe Blume, ne? Oder Blatt. Das ist keine Blume, das ist ja ein Blatt. Wie heißen die eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ella, das ist aber lieb. Vielen Dank. Ich wünsche dir eine angenehme Nachtruhe, ne? Schlaf mal schön. Ich wünsche dir das auch, dass du mal richtig ausschläfst. Danke, Luna. Ich tue ihn am Schluss noch ein bisschen aufpimpen. Weil Ella hat ja gezeigt, wenn man so ein bisschen Batzen reinmacht. Und das mache ich dann. Aber zum Schluss, jetzt will ich da nichts. Ich denke, wir sind bestimmt noch 2, 3 Streams dabei, ihn zu malen. Es pressiert ja nicht, oder? Danke, Ella. Ella, hast du geguckt bei dieser Swatch-Karte? Ich glaube, ich habe ja in meinem Swatch-Video gesagt, also wenn du das hast, weiß nicht, ob du jetzt noch zuguckst oder ob du schon weg bist.
Also eins fängt ja mit diesem Brilliant White und dann diese zwei 517 und 516 und dann geht mit eins weiter. Das zweite Blatt fängt mit der Num also mit dem Namen Café au lait. Und dann geht es mit Eclipse weiter. Drei. Und der vierte ist da, dann Dark Purple. So dass es dir dann einfacher ist zu wissen, wo die Farbnummern hinkommen oder gehen. Okay, vielen Dank, Mike. Mike hat mir ein. Bitte. Was ist das für ein Cocktail? Mintkugel. Wie? Mintkugel. Mintkugel? Guck mal, Mike hat mir ein Cocktail Mintkugel gemacht. Mir geht's gut, oder? Mia hat mir ein Latte gemacht, Mike macht mir einen Cocktail. Jetzt probiere ich ihn mal, wie das schmeckt. Hey, Ja. sind wir so. Ja, ich wollte doch, dass die Minze unten ist. Ja, ich. Schön minzig. Lecker. Das ist mein Cocktail. Ich kann entscheiden, wie ich ihn mache oder wie ich ihn trinke. So, wollen wir mal weiter. Willst du mitmachen? Was heißt nö? Kann ich nicht sagen. Ach, du wirst probieren. Nee, das ist jetzt meins. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Ich glaube, Ella hat so ein gutes Auge, was Farben angeht. Deswegen fällt es ihr ein bisschen schnell besser, bestimmt zu sortieren. Sie hat ja erst nach Farben sortiert, Nuna. Und ich glaube, das ist für sie einfacher, weil ich bin ja nicht so der Farbexperte. Und ich denke, dass es für die Ella einfacher war. Und ich glaube, das liegt ihm im Blut, so schnell zu sein mit Farben. Ich bin auch gespannt, was sie für ein Bild damit malt. Vielleicht. Oder sie malt richtiges Porträt von einem von ihren Hunden. Na, das war aber hier jetzt gerade in die falsche Richtung gezeichnet. Das ist bestimmt von dem anderen hier. Ich muss das ein bisschen so drehen. Komme ich besser ran. Ist euch schon aufgefallen, dass ich einen anderen Hintergrund hier habe? Ich habe heute neu gemacht. Ich konnte die Holzoptik nicht mehr sehen. Obwohl ich Holzoptik liebe.
Ja. Ich brauchte heute was Farbiges, also was Leichtes. Ich habe heute echt Schwierigkeit mit Reden. Was so Leichtes, was so, ja, nicht so Dunkles. Also nicht wundern, wenn ich heute hier rumstotter, ne? Ich habe echt heute ein Problem irgendwie. Deswegen habe ich ja heute ganzen Tag eigentlich auch kaum gesprochen. Aber ich glaube, der wird sich noch auf sich warten lassen, Marina. Es ist so kalt momentan draußen. Aber zumindest schneit es hier nicht. Dann nehme ich jetzt den zwei dunkelsten. Danke, Luna. Ich weiß euch zu schätzen. Ganz ehrlich. Dass ihr nicht verurteilt einen, wenn es mit mir bedeutet das sehr viel. Marina, wohnst du in der Nähe vom Wasser? Also, wie weit ist es von dir zum Strand? Weißt du, Marina, aber wenn das so ist, dann wärst du leider oft in der heutigen Zeit als, was weiß ich, was abgestempelt, wenn du mal nicht richtig aussprichst oder denkst oder die Worte nicht findest. Irgendwann komme ich dich besuchen, Marina. Dann gehen wir zusammen mit deinen Hunden am Wasser spazieren. Dann lernst du den Mai kennen, die Mia. Bei euch gibt es bestimmt irgendwo so gute Pensionen, oder? Oder so Ferienwohnungen. Was ist A? Das ist der Körper von der Fliege.
Ich habe ja meinen Fuchs schon angefangen, ne? Wisst ihr, wie viel ich davon fertig habe? Eine Blume. Und dafür habe ich 27 Minuten gebraucht. Okay, Jana, ich freue mich da, auch mal hier in Deutschland mal Urlaub zu machen. Hi Sonja, ha. Super, dann, dann weiß ich mal Bescheid. Ich zeige euch mal die Blume vom Fuchs. Da bin ich ja mit dem Prismacolor. Ich habe mir vergessen, was für die Mitte rauszusuchen. Da müsst ihr noch Bremen. Ja, Sonja, bestimmt, machen wir. Wenn alles in der Nähe ist. Ach, das wäre schon witzig. Wenn man sich doch mal trifft. Wir sind ja eine Familie. Langsam. Ah, da war ich doch schon. Kurz. Oh, Mann, ich soll lieber sein lassen. Und dann im Café oder am Strand, ne, auf einer Decke, hört man nur alle kaputt lachen. Ich überlege mir gerade, ob ich ein Blatt für Blatt machen soll. Was denkt ihr, soll ich Blatt für Blatt machen oder so, wie ich jetzt mache? Ach, bestimmt, Sonja. Würde mal wieder gerne so ans Meer. Natürlich, wenn es nicht so stürmt, ne? Das wär's so mal, ne? Und dann so schön entspannend. Dann ist es wie ein Wellnessurlaub. Kleiner Wellnessurlaub. Hier.
Hier habe ich noch nicht, glaube ich. Bei uns in Italien, also da in Sanremo, wo wir immer hingefahren sind, da habe ich immer aus dem Wohnzimmer aufs Meer geguckt. Ich vermisse das auch. Jetzt waren wir schon 2 Jahre nicht dort. Weil da ist auch im Winter noch ziemlich warm, immer so 17, 15 bis 17 Grad gewesen. Da waren wir halt dann über Weihnachten und Silvester dort in Sanremo. Wie gesagt, das war überhaupt kein Luxus, ne? Also diese kleine Wohnung. Aber Luxus war für mich, aufs Meer zu schauen, auf dem Balkon zu sitzen. Weil da war immer Sonnenaufgang und vormittags war immer die Sonne da. Und das war so schön. Und im Sommer, also Ende August meistens, also da, wo wir dann unseren Sommerurlaub hatten, sind wir nach Porto Santa Margherita gefahren. Da war auch diese so eine Anlage, da sind mehrere so Wohnungen, die du mieten kannst dann. Und das war 50 Meter vom Strand entfernt. Das war auch immer schön. Aber sehr mückenlastig. So. Ich glaube, ich nehme jetzt mal schwarz. Oder? Nee, ich nehme noch mal oh, Soft Eis. Das ist so lecker. Deswegen mag ich auch das McDonald's Eis so gerne, weil es so schmeckt wie Soft Eis. Deswegen brauche ich auch keine Soßen dazu. So, ich nehme jetzt Black Beauty. Mike's Cocktail schlürfen. Also wenn jemand Neues dabei ist, gerade im Chat, kann ruhig was schreiben. Würde ich mich freuen. Meine Güte. Gut, dass ich das Lied nicht kenne, Silvia. Was ist ein Klappenbrötchen?
Krabbrötchen. Lecker. Lecker, lecker. Und da ich ja Fisch liebe, passt das ja. Ist bei euch eigentlich der Fisch teuer? Wenn man den kauft. So, aber manchmal kommen da schon ziemlich witzige Wörter zustande. Da ist Silvia unsere Nummer 1. Finde immer so geil, was dann da rauskommt. Okay. Silber, aber ich finde das voll geil irgendwie. Da kann man wenigstens lachen dann. Ich meine das im positiven Sinne, ne? Ich würde mal gerne diese Jakobsmuscheln probieren. Und ich liebe Garnelen. Oh. So ein Knoblauch-Kräuterbutter, selbstgemachte natürlich. Geschwenkt. Lecker, lecker, lecker. Da kriege ich jetzt Saber im Mund zu. Ah, meine Oma wohnt in Nienburg. An der Weser. Luna. So, war ich hier noch nicht? Hier. Okay. Wenn wir mal dort sind, können wir uns treffen, Luna. Ich glaube, der Bier will rein. Will da jemand rein? Komm. Na komm. Ja, ich hab dich schon vermisst. Hm? Ich dachte, du kommst gar nicht mehr.
Ich muss mal kurz meinen schwarzen anspitzen. Der ist schon so klein geworden. Danke, Luna. Silberberge sind auch schön, können auch sehr entspannend sein. Aber ich liebe doch das Meer. Weil das Wasser entspannt mich irgendwie, dieses Rauschen. Vielleicht, weil ich auch Wassermann bin. Wer weiß das? Auch wenn ich heute ein bisschen ruhiger bin, ne? Es ist trotzdem so schön zu wissen, dass ihr da seid. Wo liegt Büsum, Claudia? Ich habe schon mal gehört Büsum, aber so oder so ähnlich, aber ich kann nicht zuordnen, wo. Musst du gerade gucken, was der Bär da wieder treibt. Was macht das Mädel da hinten? Oh, ich ja auch, Jana. So, dann nehme ich jetzt wieder mein Viridis und gehe über das Schwarz entlang.
Schatz, du bist unmöglich, weißt du das? Hast du keine Ruhe? Hm? Hat mein Schätzchen keine Ruhe? Wo willst du hin? Willst du rausgehen nach draußen? Willst du auf die Dotscher? Ja? Soll ich dir die Tür aufmachen? Na komm, dann geh was trinken. Ich hab Durst. Hallo Sonja, schön, dass du wieder da bist. Wo war ich? Da bin ich stehen geblieben. Ich drehe mal das Buch so ein bisschen. Das ist für mich ein bisschen angenehmer. Och, da hab's. Also. Kommen Sie rein. Durch die eine Tür rein und die andere Tür wieder raus, ne? Willst du rausgehen? Bitteschön. Also, das ist gerade von der Loggia rein und dann wieder durch die andere Tür ins Wohnzimmer hin. Ja, Norderney soll auch schön sein. Ich war nur bis jetzt auf Sylt. Da war auch wunderschön. Die Möwen sind doch nicht doof. Die sind laut, ja, aber doof doch nicht. Ich finde, die gehören einfach zum Wasser dazu. Hehehe.
Die haben halt auch Hunger gehabt. Die haben gedacht, warum sich so anstrengend nach Futter suchen, klauen wir doch von der Silvia was. Sonja R., wie geht's dir denn heute? Auch nicht so gut. Auch mit der Laune so. Kurz anspitzen. Ah ja. Wie geht's Elias? Und Silva, ich hoffe, dem Joel geht es jetzt besser nach der Impfung. Und sein Arm noch dran ist, ne? Nicht so wie die älteren Brüder einen ärgern. Wisst ihr, auf was ich schon ewig Hunger habe? Auf chinesisches Essen. Wenn wir dann, wenn wir mal zum Chinesen gegangen sind, habe ich immer vom Buffet genommen, das frische Essen, wo er dann selber zubereitet, der Koch. Und da habe ich nur Fisch, Garnelen und Gemüse genommen. Auch keine Beilage, gar nichts, nur diese Sachen. Oh, lecker. Darauf habe ich schon so, so lange Hunger. Weil ich denke immer, Reis und Nudeln kann ich zu Hause essen, kann ich mir selber abkochen. Aber so Sachen, Und Sushi natürlich dann auch. So, jetzt nehme ich Dip Mint.
Aber kurz anspitzen. Oh je, Joel, komm, eine Runde Mitleid mit Joel. Oh. Aber wenn du ihn denn abhackst, dann kann er gar nichts mehr machen, ne? Mein. Ohne Arm ist auch ein bisschen schwierig. Jetzt sagt er bestimmt Verräter, ne? Und dann könnt ihr doch nicht ohne Mama sein.
Ja, aber Mike hat das so eine knapp eine Woche, hat er so wie ein starker Muskelkater gehabt. Aber von der Booster-Impfung, ne? Deswegen hat der liebe Gott schon sich richtig gut überlegt, wem er gegeben hat, dass man Kinder bekommen kann. Ne? Ich glaube, wenn das Männer bekommen würden, wären wir schon alle ausgestorben.
Sonja, was malst du nochmal in diesen Kirby, nicht Kirby, warte. Circus of, Circle of Life. Was malst du da nochmal für ein Bild? Ich hab's vergessen. So, jetzt nehme ich, was nehme ich denn jetzt? Ich glaube, die Mint nehme ich jetzt und verblende das Ganze miteinander. Aber ich glaube, vorher nehme ich den weißen Prismacolor und gehe hier. Setze. Hallo Sonja, schön, dass du wieder da bist. Also Mia hat so Reste von gestern gemacht, dann hat sie noch Spare Ribs gemacht und ein grüner Salat gibt's. Und Mike hat sich so Rinderminutensteaks gemacht. Also er hat für uns alle das gebraten. Aber Rind ist nicht so meins. Kurz meinen Stift anspitzen. Ich glaube, wenn ich so weiter so die ganze Zeit mit diesen Stiften male, muss ich mir irgendetwas das Set nochmal kaufen.
bis ich einfach Ersatzstift habe. Genau, und dann kaufe ich lieber noch dreimal, weil dann hat meine Mama auch ein Set. Weil sie mag die ja auch so gerne. Und gerade so wie Deep Mint benutze ich dann nicht, dann habe ich noch mal Ersatz für den Ersatz. Nee, ich habe nicht am 16.01. Habe ich was von meinem Geburtstag gesprochen? Wann denn? Genau, Sonja. Also ich habe am 17.02. In welchem Video habe ich das gesagt, muss ich mir selber nachher anhören. In dem heutigen Video, Sonja? Ah! Am 16.01. Dann habe ich mich bestimmt vertan. Kann sein, dass ich meinen Geburtstag nicht mitgezählt habe, dann als Tag. Muss ich mal angucken. Nee, noch immer am 17.02. Ich schaue mir mal das Video nochmal an.
Ich habe heute nicht, Dings. Ich habe heute Nacht nicht so gut geschlafen, obwohl ich gestern so kaputt war. Die Tapsi ist abgedüst. Die war nur ganz kurz da, aber nicht im Video. Die war trinken und dann wieder von der eine rein und die andere raus. Türe meine ich natürlich. Habt ihr Lust, ein Ferrero Rocher in Weiß zu probieren? Ich habe irgendwie Lust auf was Süßes. Das schmeckt sehr gut. Komm mal, beiß mal ab. Wer möchte den ersten Bissen machen? Komm, Sonja, du. Sonja, ha, du bestimmt, ne? Komm. Bin gemein jetzt. Lecker, lecker. Soll ich euch meinen Vorrat an Schokis zeigen? Aber nicht lachen, bitte, ne? Also das ist Tabea, ihr Sachen, ne? Guck mal, da habe ich so eine Rocher, da habe ich Raffaello. Und da geht es noch weiter mit den Schokis. Die waren im Angebot bei Müller, deswegen habe ich mir gleich mehrere mitgenommen. Weil die kosten ja sonst 1,79. Also nicht nur Tabea bekommt Leckerlis hier, sonst Helenchen auch. Ich tue dich auch ganz lieb, Sonja H. Irgendwie bin ich heute mit den Blättern nicht ganz so zufrieden wie letztes Mal. Ja, aber die sind sonst so teuer, ne? Haha, da macht der Tisch. Bricht in zwei Teile dann zusammen doch. Wenn ich drauf springe. Genau, Silvia, das so finde ich das auch. Das ist auch so lieb, dass sie dabei ist. Unsere Ella ist bestimmt bei den Stiften zählen im Schlaf. Ich hoffe, sie schläft wenigstens gut heute. Muss das noch mal gleich ausbessern. Irgendwie gefällt es mir heute nicht so hundertprozentig hier.
genau, Luna. Ich teile ja immer mit euch. Und ich nehme dann auch für euch zu, ne? Nein. Aber das gehört Ingrid so dazu, dass ich mit euch Ingrid fast teile. Oh, Sonja H., ein Herzchen für dich. Da du ja schon am Sonntag dann nicht dabei sein kannst, ne? Weil du wieder anfängst. Ich glaube, das war doch ganz gute Idee, dass ich heute streame. Kommt man auf andere Gedanken. Sonja R., wir müssen noch überlegen, wie wir das mal machen, ne? Dass wir uns in diesem Chat sehen können, da, was du da vorgeschlagen hast. Weißt du noch? Einmal spitzen. Ich wollte mal was gucken, ob das sich... Oh. Normalerweise mache ich immer ja ein Blatt darunter, ne? Wenn ich male, weil dann passiert nämlich das. Aber hier habe ich jetzt Glück gehabt, dass hier kein Bild ist. Jetzt habe ich hier den, der... Wie heißt er nochmal? Leopard... Das ist Leopard, komm jetzt nicht drauf. Der hat sich jetzt hier abgedrückt durch das Malen. Ich finde es auch schon viel zu früh mit den Ostersachen. Da hast du ja so gar keine Freude so. Das finde ich auch mit den Weihnachtssachen, dass sie schon nach dem Sommer schon gefühlt da sind. So, hier habe ich auch verblendet, glaube ich. Aber da es mir nicht so ganz gefällt, will ich das noch ein bisschen... hallo, wo habe ich sie denn hin? Wie habe ich denn das geschafft? Hab die runtergeschmissen. Ja, aber hier ist jetzt wenigstens gut, dass da kein anderes Motiv dahinter war, ne? Also. Aber guck mal, das ist ein Motiv, ein zweiter, und der hat abgedrückt.
sogar hier drittes mit dem Rochen. Und hier ist auch ganz leicht. Also okay. Dann wisst ihr Bescheid und ich auch. Und da legen wir jetzt ein Papier drunter. Siehst du, Sonja? Ich habe deine Gedanken gelesen und die gleich umgesetzt. Jetzt habe ich mein Zettel verloren. So. Da nehme ich einmal Spiezi. Ich brauche eine scharfe Spitze. Wie ist das, wenn ich hier noch ein bisschen Blau reinmache? Jetzt arbeite ich mal Blatt für Blatt richtig aus. Wisst ihr noch, ob ich bei diesem mit dem Blender gearbeitet habe? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber so wie es aussieht, glaube ich, ja. Wisst ihr das noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Dann benutze ich halt jetzt. Mal gucken. Ich glaube ja, weil so sieht es hier aus. Wenn ich das jetzt... Genau, Marina, ich glaube auch, weil wenn ich jetzt hier so drüber gehe, dann sieht es so ähnlich wie hier aus. Von der Papierstruktur dann. Ne, blau wollte ich hier. Wir sind jetzt schon 1,5 Stunden online. Bin ich euch heute zu ruhig?
Aber mir kommt vor, heute so still im Chat. Ich bin ja auch nicht gerade so gesprächig. So, dann machen wir da weiter. Bis gleich, Silvia. Das freut mich, dass es euch nichts ausmacht. Mia möchte unbedingt morgen nach München wieder. Sie will nach Hause. Also nicht in die Innenstadt, sondern da, wo sie ihre Umschulung macht. Da ist wirklich so schön. Aber halt weit zu fahren. Und morgen soll es... Heute gab es dort extremen Schneefall. Guck mal, Sonja, du fragst mich und ich antworte. Ich habe noch nie mal gesehen, dass du es gestellt hast, die Frage. Wir haben, glaube ich, Gedankenübertragung. Am Sonntag kommt ja meine Mama. Und morgen weiß ich nicht. Und heute gab es ja den Schneefall und Schneesturm dort. Und morgen soll es auch windig sein und soll ab und zu mal schneien. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt fahren oder nicht. Raus wäre nicht schlecht, einfach. Einfach nur spazieren. Wir hatten so vorgehabt, wenn wir da hinfahren, da wo die Mia ja die Umschulung macht, dass wir auf Google Maps gucken, wo man da schön spazieren gehen kann. Dann in einen Café dann und abends vielleicht beim Chinesen. Dort gibt es ja auch Chinesen, dass man dort dann zum Abendessen isst. Marina, ich schreibe das mal in der Gruppe nachher. Ich will das jetzt hier nicht so im Internet sagen, wo das ist. Ich schreibe in der Gruppe. Und so, dass wir dann zum Chinesen gehen, dort was essen und dann wieder nach Hause fahren. Tabea kratzt wieder an der Tür. Und wer spielt sie da? Ich weiß nicht, was sie da immer findet. Hä? Das hat dich angehört, als ob du an der Tür gekratzt hast. Entschuldigung, dass ich dich beschuldige. Ja, okay. Die Mädels war nicht in die Schau. Ja, sie ist oft dort. Elena, ich bin gekommen. Achso, du gehst? Ich habe geschummelt. Ich
Ich dachte, das wäre Tabea. Nein, sie war das nicht. Okay. War ich stehen? Halt, Tabea, vorsichtig. Warte mal, jetzt gibt's Leckerlis. Bitte schön, mein Schatz. Das ist der schönste Schmatzen. Ne, mein Schatz? So schmeckt die Lecki. Siehst du, die Mädels haben dich vermischt schon. Unsere Künstlerkatze hier. So lecker, ne? Guck mal, Schatz, hier sind noch Krümelchen. Da. Krümelchen aufessen? Iss selber deine Krümeln auf. So. Und abgedüst. Toll, ne? Schön, dann gehen Sie mal raus. So macht man das, ne? Man kommt vorbei, staubt ab und haut wieder ab. Der Diener hat einen bedient und die Königin ist wieder glücklich. Und wo war ich stehen geblieben? Da vorne. Ha, ha, ha. Und wieder der Düder da. Mia und ich machen das zusammen. Ab und zu muss auch Mike ran. Aber eigentlich machen wir das beide. Sie macht das oft morgens, zum Beispiel, wenn sie Müll mit drunter nimmt, dann macht sie gleich die Toilette sauber. Und ich mache zum Beispiel die Toilette komplett sauber. Also wo ich komplett den Streu wechsle und sicher zweiglos, weil wo das Pünktchen da war, hat jeder für sich ein Klo gehabt. Und wir haben die beide so stehen gelassen. In einem mal bieselt und macht groß dort, dann macht sie da. Also sie hat zwei große zum Auswahl. Und dann tue ich die komplett leer machen und richtig auswaschen und dann komplett neu befüllen. Das mache ich dann.
Ja, Tabs kann halt nicht rausgehen. Ne? Sie würde sehr gerne. Aber sie waren noch nie draußen. Aber du siehst, weil ihre Eltern waren Freigänger. Und das ist halt im Blut bei ihr, dass sie raus will. Hier in der Stadt würde ich sie auch niemals rauslassen. Hätte ich keine ruhige Minute mehr. So, noch zwei und dann habe ich es geschafft mit diesen. Dann noch mit Posca White paar weiße Pünktchen setzen, dann habe ich es.
Danke, Sonja. Weil irgendwie gefallen sie mir heute ein bisschen weniger. Also das hat mir besser gefallen. Aber es ist halt nicht jeden Tag gleich. Ne? Als ich das gemalt habe, war ich anders drauf. Und so ist es. Aber ich finde die jetzt auch nicht schlimm. So, vielleicht mache ich noch ein bisschen hier ein bisschen schwarz. Genau, so mal, so sieht's aus. Danke, Luna. Ich brauche noch einmal den dunkelsten Grün, weil hier gefällt es mir nicht so ganz. Nächstes Mal machen wir wieder die kleinen Blüten, die Blumen. Jetzt habe ich die großen dann weg. Dann kann man wieder die kleinen machen.
hier hin. Der schwarze kommt da. Und den brauche ich morgen. Und ein Grün habe ich hier so verloren. Ach ja. Die ist runtergefallen. Der blaue. So. Wo ist mein Posca White? Hier. Sind wir aber alle still, ne? So. Ich habe es geschafft. Zeig euch mal. So sehen die aus. Sonja, eher ganz ehrlich, ich auch manchmal nicht. Ich mach's einfach. Na, wird wieder unscharf hier, das Ding. Ja. Das sieht hier aus, ob so eine Wachsblume wäre, ne? Ist aber nicht. Das ist nur die. Spiegelt sich so blöd in der Kamera. Ich könnte auch so machen. Aber eigentlich ist da keine Wachsblume drauf. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, dass wir dann die Blümchen hier zu Ende machen. Oder? Wie spät haben wir? Ach, 9. Für meine Verhältnisse ziemlich früh heute, ne? Und ihr wollt ja, dass ich noch ein bisschen mit euch zusammen bin.
Aber ich glaube, wir machen jetzt nach 2 Stunden auch Schluss. Natürlich noch mit der Mia und mit Mike ein bisschen die Zeit verbringen. Also, ihr lieben Mäuschen, danke, dass ihr da wart, dass ihr mir zugeguckt habt, dass ihr fleißig geschrieben habt. Es freut mich so, so, so sehr. Och, der Bär wieder da. Komm, der Bär. Ja, lass ihn ruhig. Hat der Mike dich wieder geärgert? Der schuft. Junge, mit der Bär mal gucken. Der Bär, du kannst mal vorstellen, was für Stifte ich habe. Darf ich? Zeige ich euch mal. Also da ist der Wäscheständer, ne? Nicht wundern. Und da ist der Sack von der Mia. Da sind meine von Action die Bastelsachen. Wie heißen die nochmal? Mann, ich komme nicht drauf. Die Blöcke zum Basteln. Und da sind meine ganzen Malbücher. Mike, willst du online? Da sind die Malbücher. Oder? Ich glaube nicht ganz. Da ist er. Ist am Spannen gerade. Das gibt's eine dicke Anzeige. Hahaha. Und da sind meine Stifte. Nicht alle. Dann habe ich hier noch ein paar. Und da. Und da habe ich. Sagt mal tschüss. Sag mal tschüss zu den Mädels. Sagst du tschüss, mein Schatz? So, willst du rausgehen? Und weg ist sie. So, jetzt habt ihr noch kurz die Tabia gesehen. Also ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, auch wenn ich heute so ein bisschen ruhiger bin. Aber ist doch auch mal nicht schlimm, ne? Ich drücke euch ganz lieb, wünsche euch alles Gute und bleibt gesund, bitte. Also mein neues Video von heute ist schon online. Wenn ihr Lust habt und nicht genug von mir bekommt, könnt ihr es gerne anschauen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zum Tag 29. Also ich freue mich schon und ich freue mich dann auf Sonntag und auf nächste Woche, wenn wir wieder streamen. Also ihr Lieben, tschüssi, ein Herzchen an euch, ciao.